Hallo, ihr alle da draußen. Ich bin Betsy Tralala. Ja, und ich habe für euch etwas mitgebracht. Und zwar eine rote Schachtel. Ja, aber was ist da drin in der Schachtel? Ja, machen wir mal auf. Oh, ja, das ist rosirot. Ist sie nicht hübsch? Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Und von rosirot gibt es jetzt eine Geschichte. Viel Spaß! Bis bald! Eure Betsy Tralala! Darf ich euch vorstellen? Das ist rosirot. Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Sie hat ein rotes Kleid. Sie hat eine rote Weste, die sie besonders gerne anzieht. Und sie hat ein rotes Stirnband. Das setzt sie sich auf. Darauf ist eine rote Rose. Denn Rosen sind ihre Lieblingsblumen. Jeden Tag nimmt sie ihre Gießkanne und macht sich auf den Weg zu ihren Rosen. Da sieht sie einen Marienkäfer im Gras. Der krabbelt. Vorsicht, Rosi! Steig nicht darauf! Er krabbelt und krabbelt und schon, schwupps, fliegt er davon. Sie geht weiter und gießt ihre roten Rosen im Garten. Sie freut sich an ihren roten Rosen. Eine gibt sie in ihren Korb. Und sie pflückt auch noch eine zweite. Dann nimmt sie ihren Korb und macht sich wieder auf den Heimweg. Doch da sieht sie auf dem Baum die roten Kirschen, die saftigen. Sie stellt ihren Korb ab und klettert auf den Baum. Dort pflückt sie sich rote Kirschen. Saftig, süß. Sie gibt sie in ihren Korb und macht sich wieder auf ihren Heimweg. Zu Hause nimmt sie ihre roten Rosen aus dem Korb. Die riechen aber gut. Sie steckt sie in die Vase. Nimmt die roten Kirschen aus dem Korb, legt sie auf den roten Teller. Denn Rot ist ja ihre Lieblingsfarbe. Auch das Tischtuch ist rot und der Becher auf ihrem Tisch. Nach diesem Spaziergang ist sie sehr durstig geworden. Sie trinkt aus ihrem roten Becher. Wie schmeckt das gut? Und isst ihre roten, saftigen Kirschen. Guten Appetit, Rosi. Deine schönen roten Rosen. Die sind aber hübsch in der Vase. Auf Wiedersehen, Rosi Roth.